Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Next Space Rebels. Ja, wir haben hier wieder eine Rakete, mit der ich versuchen werde, jetzt diesen Kilometer-Trick zu schaffen. Und ich hoffe, das funktioniert jetzt. Also würde ich sagen, 3, 2, 1, let's go! Komm schon. So weit ist es nimmer. Okay, zurück. Wir werden uns damit heute noch lange beschäftigen. Es kann schwer sein, eine blöde Rakete in den Himmel zu ballern, oder? Weißt du was, wir gehen jetzt mal anders. Du kannst am besten große Raketen hier bestimmen, wie die fliegen sollen. Und deswegen gibt es jetzt von mir mal eine fette Rakete einfach für den Start. Hier so. Einfach mal umgedreht. Verbindung in das Ding rein. Das müsste doch super fliegen. Let's go. Ich glaube, der Treibstoff ist viel zu groß. Viel zu gut geflogen, nö. Weniger Treibstoff. Ich dachte, der Tank ist wirklich schon zu viel, aber der Tank ist ja... Der kriegt jetzt von mir zwei so Flaschen. Und an den nuckelt er jetzt dann. Und zwar richtig... Verbindungselemente. So, Verbinder. Da rein. So. Das wird doch jetzt hoffentlich wuppen, oder? Start. Jetzt sag mir nicht, dass zwei davon sogar schon... Okay, nochmal. Okay, wir reduzieren auf einen mittigen Tank. Der wird doch jetzt hoffentlich nicht so übertreiben. Let's go. Neuer Versuch. Jetzt ist es zu wenig. Euer Scheiß Ernst. Okay, dann rechnen wir mal. So ist Troubleshooting. Wir haben hier in dem Tank Treibstoff. 5,6 Kilo, da sind 17 Kilo. Wie viele Kilo sind hier drin? 2,5. Oder eine Kombination mit dir hier wäre so die Alternative, die ich noch hätte. Dann brauche ich natürlich wieder ein Verbindungselement. Verbinder. Und dann schauen wir mal, ob das fliegt jetzt. Das müsste doch dann rein theoretisch eine gute Mischung sein, oder? Runter von der Geschwindigkeit. Komm, du bist viel zu aerodynamisch. Leute, das ist echt nicht lustig. Ich will doch eigentlich... nur hier den Kilometer fliegen. Noch ein Versuch. Let's go. Jetzt ist das Ding leer. Ja toll, wie weit soll denn das fliegen jetzt? 500. Der ist doch mit einem schon nicht so weit gekommen. Was ist, wenn ich dazwischen... Idee. Jetzt tun wir mit ein bisschen mit Boostern spielen. Kann ich von dem die Startzeit? Kann ich nicht, ne? Schade. Let's try. Vielleicht können die ja noch ein bisschen was ausrichten. Sonst brauche ich mal ein paar der Großen. Wir bauen jetzt ein paar der Großen. Scheiß drauf. Vielleicht bringen die sich was. Wir müssen nur ein bisschen Trial and Error und so. Trieb
Triebwerke, Treibstoff, Booster. Bauen. Also fetter geht's jetzt ja nicht mehr. Und tschüss. Komm schon. 600. 700. Fast die 800. No! Andere Idee wird nehmen. Ich probiere jetzt darum. Das können wir glauben. Wir probieren es mal in der Mitte. Das alles. Ich glaube nämlich, dass die Booster besser sind. Und wir in dem Fall einfach jetzt noch zwei weitere Booster reinballern. Geht noch rein theoretisch da rein? Nee. Aber ich könnte die bestimmt irgendwie noch passend machen. Bauen. So. Weil sehr aerodynamisch, wie das Ding ist, doch super funktionieren. 700. 800. Ja, einer noch. Ich glaube, dann sollte es mit dem einen sollte es noch reichen, den wir dann als Afterburner sogar reintun. Den zünden wir 4 Sekunden nach Start. Euch zünden wir nicht 20 Sekunden nach Start, das ist ja ein bisschen spät. 2 Sekunden nach Start, würde ich sagen. 2, 4, 2. Baulimit, was? Komplexität überschritten. Aber... Nö, aber doch, aber nee, scheiße. Nehmen wir noch eine billigere Haube oben drauf vielleicht. Kriegen wir das irgendwie hin? So? Dann sollten wir ein bisschen leichter sein. Vielleicht ist das Retro einfach zu schwer. Jetzt fliegen wir zu schräg. Das ist jetzt genau das Problem, was wir haben. Jetzt fliegen wir zu schräg, weil das Ding nicht am Anfang genug Schub hatte. Ich will doch bloß fliegen. Kann ich das umschalten? 0 in Ordnung. 0 in Ordnung. Bauen. Noch ein Versuch. Schau mal, die Nase ist ja zum einiges leichter. Zu leicht im Fett. Och nö, jetzt sind wir zu leicht. Aber nur ein bisschen. Okay, wir kommen ran. Wir kommen echt gut ran jetzt. Tauschen wir mal die gegen einen aus noch. Vielleicht war der eine zu viel jetzt. Klar, ich könnte jetzt auf komplett Holz umsteigen, aber jetzt haben wir eine gute Kunstkonstruktion, die gut fliegt. 400. Nee, das passt nicht mehr. Jetzt verwenden wir die 2 von den 1 niedriger. Weil ich glaube, die sind ein bisschen stärker wie der eine. Also so ist jetzt halt mein Plan. Ne? Ich muss jetzt ein bisschen überlegen, ein bisschen rummachen. Weil das Problem ist, wir müssen die ganze Mission irgendwann abschließen. Och nee, nicht schon wieder. Das Spiel hasst mich. Das Spiel hasst mich, ich sag's euch. Es hängt sich schon wieder auf. Wir sehen uns gleich wieder und ich werde ein bisschen noch probieren, bis wir dann hier weitermachen, würde ich sagen. Also, bis gleich. So, Leute, da bin ich wieder. Hat jetzt einige Zeit gedauert, aber ich habe es hinbekommen. Ihr seht schon, da sind jetzt Tastaturen drin verbaut und weißt du, guck, irgendwo ist ein Ball auch drin. Ich habe einfach Gewichte jetzt hinzugefügt, damit die Höhe passt und wir starten den jetzt einfach mal. Dann schießt der schon in die Luft wie sonst noch was und ihr seht, die Geschwindigkeit ist sehr, sehr hoch, aber ich glaube, jetzt brauchen wir auch ein bisschen Glück einfach, wie der Winkel ist, in dem der fliegt. Aber ihr seht schon, er sollte eigentlich nicht, ja genau, ein bisschen unter dem Kilometer. Genau so, wie wir das wollten. Das ist doch perfekt. Es ist zwar kacke mit dem Höhenlimit, also am besten wäre natürlich, wenn du so die Triebwerke steuern könntest. Ich hoffe mal, dass das in Zukunft noch kommt, das wäre mega, mega, mega geil. Aber es wäre natürlich geil. Für die Verwendung von 2 Bällen, Anstoß, Fußball, Mega Boost und Tastatur. ja, schauen wir mal, was wir da rauskriegen aus Fußball, ganz viel Fußball. Hochgeladen, Kombination lustig, Kombination eklig, okay.
500 neue Abonnenten. Kontostand steigt. Sieht wie ein Penis sieht aus wie ein Penis zu mir. Mhm. Tipps. Eine StarTube-Mütze. Das Wort mag ich gar nicht. Ich freue alles, was StarTube so tut. Wenn du interessiert hast, kann ich dir erklären, wie das Unternehmen funktioniert. Ja, bitte. Wir finden die Klasse. StarTube ist eine größte Videosharing-Plattform im Internet. Weißt du auch, wie viele Nutzer sie haben? 5 Milliarden? Falsch. 3 Milliarden und über 35 Millionen Videokanäle. Ziemlich gut. Beeindruckend. Das ist gearbeitet und das zu einem erreichen. Du kannst du mir glauben. Da gehört Star Connect, das wusstest du sicher schon. Ja, wusste ich. So. Ist das nicht toll? Ich weiß nicht. Ah, der erzählt wieder viel zu viel. Da kriegen wir eigentlich innerhalb des Netzwerks. So, da hat jetzt mir genug quasi abonnentenfrei Haus, was? Tag, Chef. Hängst wieder fest, was? Keine Sorge, WW ist hier, um dir zu helfen. Ich kann dir Fake-Abonnenten besorgen, damit du ratzfass Diamant erreichst. Oh ja, kannst du das machen? Kein Interesse, das endet nur wieder in einer Verwarnung. Ist ganz allein deine Entscheidung, Chef. Ich packe die Herausforderung trotzdem in deinen Log. Du kannst immer noch gucken. Eine Herausforderung, okay. Neues Zeug im Shop ist leider nicht da. Mehr Abonnenten frei. Starte eine Rakete. Also wenn ich die hochfliege, dann kriege ich mehr Abonnenten. Komm, wir probieren es nochmal mit dem Dynamit. Es muss ja irgendwie funktionieren, rein theoretisch. Auslösen nach einer Sekunde. Bedeutet, wenn ich dich auslöse und da drüber jetzt noch eins Papier schwebende Teile. Ja, okay. PVC nehmen wir mal hier. Und dann löse ich dich nach 2 Sekunden aus. Keine Ahnung. Oder 3 Sekunden. Tun wir oben drauf noch eine Nosecone. Einfach mal zum Testen. Wie hoch fliegen wir? Weil vielleicht müssen wir einfach nacheinander auslösen. Seltenes Taggeron. Video hochladen. Selbstgemacht. Pursuit schmaltet. Explosion. Man sieht kurz die Nacht. Ah, das ist wieder. Ah! Kombination, mega Kombination, clever. Das ist doch jetzt. Probieren wir das mal. Zünde Kirschbomben über einer Höhe von 50 Kilometern. Zünde Feuerwerkskörper über eine. Zünde schweres Feuerwerkskörper über 150. Zünde Cluster über 200. Warte mindestens eine Sekunde zwischen den Zündungen der Feuerwerk. Okay, da würde ich jetzt mal eine PVC verwenden. Ehrlich gesagt. Ne, das war nicht der Plan. Ich wollte eigentlich das Teil hier drehen. Damit wir gucken können, wie wir das verbauen jetzt. Und dann hier unten in die Mitte Füße und links und rechts die Teile hier. Dann kriegt das hier links und rechts die Booster dran. Und jetzt müssen wir natürlich Feuerwerkskörper holen. Feuerwerkskörper hier oben rein. Kirschbombe kommt in die Mitte. Dann zünde Feuerwerkskörper auf einer Höhe von 100 Metern. Schwere Feuerwerkskörper von einer Höhe von 150 Metern und das Clusterfeuerwerk.
Mach mal klein, ich sehe nichts. Okay, also als erstes musst du gezündet werden. Du startest am besten nach 1,5 Sekunden, 1,6. Dann startest du nach 3, das passt schon. Du startest nach 4, würde ich sagen. Und du startest nach 5. Bauen. Let's try. Ich kann da jetzt nicht. Das ist auch wieder so. Du musst herausfinden, erstmal, wie weit du wann fliegst. Start. Ich weiß, ich habe jetzt. Ich war überfordert. Wir haben uns geflogen. Gipfelhöhe wann. Ja. Scheiße. Zurück zur Konstruktion. Die Werbung hat mich auch ein bisschen irritiert. Ich hab gedacht, das wäre echt. Okay, als erstes versuchen wir natürlich, gegen richtige Triebwerke auszutauschen. Da sollten die hoffentlich ein bisschen Unterschied machen. Treibstoff. Eine gute Flasche sollte da schon helfen. Jetzt müssen wir einfach gucken. Das Problem ist, ich kann dir nicht sagen, wann was getimed ist. Tief. Wir suchen jetzt erstmal die Kirschbombe, denke ich. Auf die richtige. Ich war bis. Wie hoch müssen wir eigentlich fliegen? 200. Die Kirschbombe. Wenn wir die nach 3 Sekunden zünden. Warte mal! Das Ding. Warte, stopp! Das Ding sagt nur. Sie müssen über eine bestimmte Höhe explodieren. Okay, andere Idee. Ich bin auch komplett bekloppt, ne? Holz. Let's go. Tanker unten dran. Und dann unten die Wings. Dann brauchen wir unseren. Es heißt ja nicht, wie gesagt, dass es unter einer bestimmten Höhe sein muss. Nur über einer bestimmten Höhe. Das ist komplett machbar. So, dann tun wir schnell die Verbindung designen. Zack. Und jetzt. Für was geht's denn so easy sonst, ne? Feuerwerk. Kirschbombe. Normales Feuerwerk. Anfeuerwerk. Clusterfeuerwerk. Kirschbombe zünden wir nach 5 Sekunden. Nach 6 Sekunden, dich nach 7 Sekunden und dich nach 8 Sekunden. Das dürfte jetzt nicht das... Erfüllt? Erfüllt? Erfüllt. Die Werbung irritiert mich so übel. Die Rakete fliegt doch immer viel zu gut. Ich hätte einen viel kleineren Tank reinpacken können. Es ist doch schon wieder voll übertrieben, was ich mache. Ich fände natürlich ein fettes Feuerwerk für den Weltraum geil. Dann tun wir die ganzen StarTube oder StarConnect-Dinger abballern. Auf welcher Höhe sind wir? 10 Kilometer schon wieder. Holy. Kann wieder drehen. Da ist der Horizont. Mein Plan wäre auch, dass wir in der nächsten... Oh, ich glaube, wir haben jetzt schon wieder eine sehr lange Folge heute. Mein Plan wäre auch, dass wir in der nächsten Folge vielleicht oder in nächste Woche, was ja auch jetzt dann relativ bald ist, mal versuchen, in den Weltraum zu fliegen. Also wirklich einen Höhenrekord aufzustellen. Was natürlich auch mega geil wäre. On board sehen wir nichts, aber der Zoom sagt uns viel. Das Ding kommt wieder runter wie ein Torpedobomber. Und zwar direkt auf Benko. Shop now. Big Discount.
Oh, holy. Das ist da wieder übertrieben. Ich wollte doch eigentlich nur ein bisschen über die 200 Meter kommen. Also ich würde jedes Mal einen Herzinfarkt bekommen, wenn ich genau davor stehe. Video hochladen. Flashpower, Benko, Flugzeug, Schallmauer, Lauf. Ah, warte mal, das ist der epische, ne? Flashpower, Flugzeug, erreiche eine Höhe von 10 Kilometern. Nehmen wir den Lauf weg, will ich, oder? Ne, warte mal, das passt aber mit dem zusammen. Tun die Flugzeug weg und tun das Geschäft rein. So, schauen wir mal und... Hochgeladen, Mega-Kombination, will hoch hinaus. Okay, holy. 4000! What? Das Ding hat auch ordentlich Money gebracht. Holy shit. Okay, Feuerwerk Benko. Ich möchte Ihnen für Ihre Zusammenarbeit gern geschehen. Wir hatten unsere Differenzen, aber letztlich habe ich alles gut hinaus. Vielen Dank, dass Sie uns einen Platz auf Ihrem Kanal gewährt haben. Sie meinen... Ich mag die Zusammenarbeit, das war wundervoll. Ha. Ja, na dann. Tschö mit Ö. Sie haben im Grunde alles gezeigt, was unser Material angefangen haben. Das ist gerade in den Anfängen in der Community unterstützen. Sie hingegen gehören jetzt zu den großen Fischen. Wir werden daher neue aufstrebende Kanäle suchen. Ach komm. Hüllensatz XL. Was? Wow, danke. Hüllensatz XL. Ja, Dynamitstand haben wir jetzt mit freiem Holz hoch hinaus. Robotisch. Bau mindestens 4 Drehgelenke ein, vollführe 5 Loopings. Okay, machen wir mal robotisch. Das würde mich jetzt interessieren. Aber Leute, ich würde sagen, das machen wir in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst mir diesen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao.